Hochwasser am Rhein, Winter in der Sportstadt Düsseldorf und bei mir jetzt stehen zwei Beachvolleyballer, Sven Winter und Alex Walkenhorst. Normalerweise kennt man sie nur im Tanktop und kleinen Höschen. Heute sind sie dick verpackt. Es ist kalt. Sag mal, was macht ihr als Beachvolleyballer eigentlich im Winter? Ja, wir trainieren in der Beachhalle. Viel Technik, viel stumpfe Sachen müssen wir machen. Macht nicht so Spaß, aber für den Sommer lohnt sich's dann. Was ist denn stumpf? Viele Wiederholungen, vieles mal dasselbe tun. Ja, nicht so viel Abwechslung. Alex, ich habe ein Video von euch gesehen, da seid ihr irgendwo durch den Schnee gewandert. Wo war das? Ja, wir waren zum Ende des Jahres mit den Nationalteams, den Schweizer Nationalteams, haben wir in Bern trainiert. Einfach mal ein bisschen andere Luft schnuppern und mal mit guten Teams auch trainieren, mit internationalen Teams. Und da lag, ja, so 20, 30 Zentimeter lagen da Neuschnee, haben uns da erwartet, ja. Ihr seid jetzt schon ein Weilchen Partner. Wie gut habt ihr euch denn mittlerweile miteinander eingelebt? Ja, wir wohnen ja nicht zusammen, also eingelebt ist natürlich, also es gibt immer wieder Differenzen in so einem Team, ne? Also immer wieder Probleme. Wir sind 10 Jahre auseinander, wir haben auch ein bisschen andere Interessen und andere Herangehensweisen in manchen Situationen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen, wenn es um den Job geht und um den Sport und um das gemeinsame Ziel, dann verstehen wir uns ganz gut, das läuft. Der Alex ist ein bunter Vogel auf der Tour, du bist noch der jüngere Part. Wie schwer ist er auszuhalten? Es geht. Man hält es aus, ja. 2018 hat gerade erst begonnen. Was habt ihr euch vorgenommen für dieses Jahr und was sind so die wichtigsten Stationen? Was haben wir uns vorgenommen? Also ich denke, insgesamt ist unser Ziel erstmal so international Fuß zu fassen und da eben reinkommen, verletzungsfrei bleiben. Für mich erstmal ist ein großes Ziel 2018, da würde ich mich schon sehr drüber freuen. Ja, aber jetzt so gesteckte Ziele gibt es noch nicht. Ein gestecktes Ziel kenne ich dann aber doch. Das liegt natürlich jetzt nicht in 2018, sondern ein bisschen weiterer Ferne. Das sind die Olympischen Spiele in Tokio. Inwieweit ist so ein Übergangsjahr dafür eigentlich essentiell? Weil 2018 ist ja noch nicht das Jahr, in dem dann tatsächlich die Tickets vergeben werden. Na, Übergangsjahr ist es auch nicht. Es ist ein Etablierungsjahr, weil für die Olympischen Spiele 2020 beginnt unser Quali-Zeitraum nämlich am 01.01.2019. Ab da gilt es, 12 gute Ergebnisse zu sammeln. Deswegen ist 2018 ein wichtiges Jahr, um sich in eine gute Ausgangsposition zu bringen. Okay, und zuversichtlich bist du, dass das klappen kann? Sven sagte gerade, wir müssen gesund bleiben, das ist erstmal das Wichtige und dann müssen wir unsere PS auf die Straße bringen und dann sind wir am Ende des Jahres in einer guten Ausgangssituation und dann können wir 2019 angreifen. Wir werden genau verfolgen, ob das klappt. Selten habe ich mich beim Interview so winzig gefühlt wie zwischen diesen beiden Riesen hier. Alex Walkenhorst und Sven Winter, danke fürs Gespräch. Gerne. Danke.